Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Montag, den 26. Juni. Gut, und wir beginnen am heutigen Montag zunächst wieder mit dem Fear and Greed Index, der aktuell bereits in das Quantil Greed abgesunken ist. Wir lagen ja an den Vortagen immer noch im Quantil Extreme Greed und notieren aktuell bei 74 Punkten im Quantil Greed. Sind allerdings immer noch überkauft im Markt und könnten die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen und auch die Quantile neutral und 4 anlaufen. Wir werden sehen, der S&P 500 hat allerdings eine enorme Stärke aktuell und könnte nach dem bisherigen Rücklauf auch schon wieder vor einem neuen Anstieg stehen. Gut, wir kommen dann zum erwähnten S&P 500 im hier vorliegenden Tageschart. Da sind wir am Freitag leicht unter den 10er EMA gefallen, hier mit dieser kleinen bärischen Tageskerze unter dem 10er EMA bei 3.348 Punkten aus dem Handel gegangen. Wir hatten Intraday probiert, den 10er EMA zurückzuerobern, daher dieser etwas längere obere Schatten mit dem Tageshoch bei 4.366 Punkten. Das hat nicht geklappt, allerdings notieren wir vorbörslich am heutigen Montag im Bereich von 4.360 Punkten, damit wieder leicht über dem 10er EMA und könnten möglicherweise hier leicht unter dem 10er EMA mit dieser Tageskerze vom Freitag die Korrektur seit dem Verlaufshoch bei 4.448 Punkten beendet haben und nun zunächst dem Aufwärtstrend folgend hier vor einem neuen Anstieg stehen. Sollten wir im regulären Handel am heutigen Montag jedoch den 10er EMA nicht nachhaltig zurückerobern können und uns weiterhin hier unter der Marke von 4.355 Punkten aufhalten, wo der 10er EMA aktuell notiert, dann wäre mit einem weiteren Rücklauf mittelfristig hier zur Unterstützung im Bereich von 4.300 Punkten zu rechnen. Gut, wir machen dann weiter mit dem Wochenchart im DAX, wo wir in der Vorwoche hier unter den Fibonacci-Faker gefallen sind. In der neuen Woche befindet sich der Fibonacci-Faker im Bereich von 15.960 Punkten. Diesen Bereich müssten wir dann also erobern, damit sich die Lage hier im Wochenchart wieder aufhält. Solange wir unter dem Fibonacci-Faker notieren, ist dann möglicherweise nur mit einem leichten Hochlauf zu rechnen und dann einem Retest dieses Fibonacci-Fakers im Wochenchart und in der Folge dann einem erneuten Abprall nach unten. Der Bereich von 15.960, 16.000 Punkte steht also in der neuen Woche zunächst im Vordergrund. Den müssen wir erobern, damit sich die Lage im DAX dann mittelfristig wieder aufhält. Solange wir unter dem Fibonacci-Fächer bleiben, ist dann mittelfristig eher mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Wir machen dann weiter mit dem Tageschart im DAX, wo wir in der Vorwoche hier die untere Begrenzung des langfristig steigenden Trendkanals erreicht hatten, im Tagestief am Freitag bei 15.733 Punkten. Hier sind wir dann wieder nach oben abgeprallt und mit dieser bullischen Tageskerze im DAX dann aus dem Handel gegangen bei 15.830 Punkten, damit aber weiterhin unter dem Widerstand, dem ehemaligen Unterstützungsbereich hier bei 15.900, 15.920 Punkten sowie ebenfalls unter dem 50er EMA bei 15.909 Punkten. Wir notieren außerdem weiterhin hier unter dem 10er EMA, womit kurzfristig weitere Schwäche angedeutet wird. Möglicherweise können wir also hier die bullische Tageskerze vom Vortag zunächst bestätigen und vor einem erneuten Anstieg stehen, bis in den Bereich von ungefähr 15.900 Punkten, wo sich dann eben dieser Widerstand befindet, können wir darüber ausbrechen. Dann wäre der nächste Anlaufbereich hier der 10er EMA, der dann am heutigen Montag ungefähr im Bereich von 16.030 bis 16.000 Punkte notieren dürfte. Erst falls wir hier diesen Bereich von 15.950, 16.000 Punkte dann nachhaltig wieder nach oben durchbrechen würden, würde sich die Lage im Tageschart dann wieder aufhellen. Zu beachten ist, dass wir uns auch hier im DAX mittlerweile schon in der Ichimoku-Wolke befinden und hier natürlich schnell wieder nach oben ausbrechen müssen, damit sich die Lage auch langfristig wieder stabilisiert. Solange wir in der Ichimoku-Wolke notieren, ist mit einem weiteren Kursrutsch zu rechnen dann aus der Ichimoku-Wolke, vor allen Dingen dann, wenn wir den langfristigen Trendkanal hier, die untere Begrenzung des langfristigen Trendkanals dann nach unten durchbrechen sollten. Das wäre dann der Bereich ungefähr bei 15.700 Punkten. Da befindet sich die wichtige Kreuzunterstützung hier im Bereich von 15.700 Punkten mit der Unterstützung sowie im gleichen Bereich hier mit der unteren Begrenzung des langfristigen Trendkanals. Brechen wir also hier nach unten durch, dann würde sich ein mittelfristiges Schwächesignal ergeben. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich von 15.600 Punkten.
Gut, wir kommen dann zu den Markierungslinien vom Freitag. Da befand sich der Short-Bereich zwischen 15.950 und 16.000 Punkten hier am Widerstand und der Long-Bereich zwischen 15.700 und 15.750 Punkte. Da lagen wir auch direkt im Tagestief bei 15.733 Punkte und konnten dann in der Folge wieder ansteigen und deutlich höher bei 15.830 Punkten aus dem Handel gehen. Gut, und für den heutigen Montag befindet sich dann der Long-Bereich zwischen 15.700 und 15.750 Punkte unverändert und der Short-Bereich dann tiefer zwischen 15.900 und 15.950 Punkte. Gut, und damit sind wir dann auch wieder durch für heute mit dem ING Markets Morning Call. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenbeginn, viel Erfolg im heutigen Trading und melde mich später dann noch mit dem ING Markets Chartflash.